Ja, liebe Fußballfreunde, Soccer Service ist immer noch im Villa d'Este. Hier haben wir einen Stammgast bei uns regelmäßig als Interviewpartner, Udo Steinberger. Udo, du bist regelmäßig hier als Fußballkenner. Hier laufen ja auch manche heißen Sportschau-Wochenende ab. Wie kommst du hier klar, beziehungsweise wie oft befindest du dich im Villa d'Este? Also ich bin regelmäßig hier im Villa d'Este, wenn ich also nicht auf Geschäft bin, weil ich bin ja auch ein Geschäftsmann, bin in Metallrecycling tätig und dann bin ich also viel unterwegs. Aber wenn ich hier bin, ist es hier mein zweiter Wohnsitz, mein Wohnzimmer bei Renato Cencini, der also für mich der beste Koch hier in Augsburg, der präsentiert nur vom Feinsten. Und natürlich auch hier mein Kollege Feinkost Kahn, Herr Andi Kahn, der wo auch regelmäßig mit mir Free-Shoppen betreibt ab und zu. Okay, wir wollen natürlich die Situation nutzen, dich zur kurzen Situation zum FCA zu befragen. Letztes Wochenende das Bayern-Spiel unglücklich verloren. Jetzt war Wochenende Pause und jetzt steht das wichtige Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart an und dann Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Wie siehst du die Situation als FCA-Sponsor? Ich sehe die Situation so, also gegen Bayern München haben wir leider knapp verloren, aber sagen wir mal, laut zweite Halbzeit hätten wir einen Punkt verdienen, also sehr verdient gewesen, natürlich der Neuer, natürlich Manuel Neuer, der Tor von Bayern hat natürlich einen riesen Reflex gegen den Kaplani gemacht. Und ich meine, das war also wirklich, man merkt, dass es halt die Nummer 1 in Deutschland, also auf die Welt ist, also Torwart Nummer 1, Manuel Neuer, aber jetzt zum Spiel gegen VfB Stuttgart rechne ich mir natürlich einen Punkt auf jeden Fall aus. Gegen Wolfsburg wird der erste Dreier gemacht, also das verspreche ich, also ich bin FCA-Fan und natürlich der erste Dreier wird reingefahren gegen VfB Wolfsburg. Aufgrund der guten Prognose vom Udo Steinberger, bekannt, die letzten Tipps haben immer hundertprozentig gestimmt, hoffen wir natürlich, dass das dem FCA gelingt. Und wir bedanken uns bei Udo Steinberger. Vielen Dank.